Das Weltergewichtsfinale von Road to M1 Germany. Der Hauptkampf des heutigen Abends. Stefan Larisch in den weißen Shorts gegen Till Kinne in den schwarzen. Wir erinnern uns, Till Kinne hatte ein sehr, sehr hartes Halbfinale. Lag in der ersten Runde zurück, konnte ins Finale gelangen, weil sein Gegner Arthur Weitz sich am Knie verletzt hat. Ob das jetzt gute oder schlechte Voraussetzungen sind, das kann jeder selbst bestimmen. Stefan Larisch dagegen einen Punktsieg eingefahren. Dominant, wenn auch ein wenig unspektakulär. Larisch ist es jetzt, der hier Druck macht, der hier mit Low Kicks attackiert, hat sich im Halbfinale offenbar die Kräfte gut eingeteilt und kann dafür jetzt hier im Finale gut austeilen. Knackige Rechte hier von Kinne. Aber Larisch antwortet mit langen Händen und bereitet damit den Takedown-Versuch vor, den Kinne hier bislang ganz gut verteidigen kann. Aber wir haben im Halbfinale schon gesehen, Larisch ist ein starker und zäher Ringer. Der ist nicht nur stark im Bodenkampf, der versteht es auch, den Kampf dorthin zu verlagern. Schöner Körpertreffer hier von Kinne. Linke getroffen von Larisch, da blutet die Nase von Kinne bereits. Und wir erinnern uns, er hat auch noch einen kleinen Cut auf der Nase aus dem Halbfinalkampf. Nimmt immer wieder Treffer auf die Nase. Single-Leg-Versuch jetzt hier von Larisch, der mit Sicherheit kurzen Prozess machen will, der das hier schnell hinter sich bringen will. Wir haben es schon mehr vorangesprochen, zwei Kämpfer an einem Abend, das ist nicht einfach. Das ist eine riesen Herausforderung für Körper und Geist. Eine Charakterprobe. Stampftritte jetzt hier von Larisch, um Kinne die Balance zu nehmen. Der antwortet mit einem Knie zum Körper. Ein Zwei-Jahres-Vertrag über $40.000 mit einer der führenden MMA-Organisationen der Welt steht auf dem Spiel. Wenn das kein Anreiz ist, dann weiß ich auch nicht. Die Road to M1 Germany. Beide Kämpfer jetzt hier ringen an den Seilen, aber Larisch löst sich mit einer knackigen Rechten. Aber Kinne, der will's wissen, der marschiert vorwärts. Aber schlägt dabei zu wenig. Wenn er den Vorwärtsgang einlegt, dann muss er auch stark. Trifft hier auch mit der Rechten und trifft immer wieder.